Moin Moin und damit herzlich willkommen zum Fußballtipp, dritte Liga, 18. Spieltag. Jan Regensburg ist kurz davor, Hinrundenmeister zu werden. Die Frage ist, schaffen sie es am 18. Spieltag oder nicht? Ja, sonst in der Tabelle einiges passiert. DFB-Pokal ist unter der Woche, dennoch ist nur einer noch dabei, der hier in der dritten Liga dabei ist. Also, große Frage, wird das ein Vor- oder ein Nachteil sein für Saarbrücken? Schauen wir mal, los geht's mit meinen neuen Fußballtipps. Das Auftaktspiel ist das Spiel zwischen dem hallischen FC und Arminia Bielefeld. Die Hallenser im letzten Spiel, ja, nicht gespielt gegen Unterhaching. Der Platz war eben nicht bespielbar und dementsprechend ist das Spiel verlegt worden. Wann es verlegt worden ist oder wann es verlegt wird, das weiß man halt jetzt, glaube ich, noch nicht so ganz. Aber der Tipp bleibt definitiv aufrecht, also es wird keine extra Folge geben. Große Frage, wie wird es dann gegen Bielefeld laufen? Die Bielefelder nämlich im letzten Spiel 2-2 unentschieden gespielt gegen Erzgebirge Aue. Man wollte mindestens einen Punkt haben, man hätte eigentlich auch mehr verdient gehabt, anhand der vielen Chancen, aber am Ende hat man eben dann doch nur einen Punkt geholt, nach Rückstand. Frage stellt sich natürlich, ob es eventuell jetzt mehr Punkte gibt gegen den halleschen FC. Und ich denke, ja, Bielefeld gewinnt mit 2-1. Das nächste Spiel ist dann natürlich mein persönliches Topspiel. Es ist das Spiel zwischen dem VfB Lübeck und dem FC Ingolstadt. Die Lübecker haben im letzten Spiel 0-1 verloren gegen den MSV Duisburg. Ja, irgendwie war es so ein bisschen das Gefühl so irgendwie, dass die Lübecker an dem Tag die Null halten wollten und am Ende es eben nicht geschafft haben. Frage natürlich ist die, ob es eventuell Besserung gibt gegen den FC Ingolstadt, die im letzten Spiel 1-1 unentschieden gespielt haben gegen Waldhof Mannheim, den Lucky Punch noch hingekriegt haben und so haben sie dann noch einen Punkt entführt. Gibt es auch einen Punkt bzw. mehr gegen Lübeck? Ich denke ja, am Ende gewinnt Ingolstadt mit 1-0. Das nächste Spiel ist dann das Spiel zwischen dem Sportclub Freiburg 2 und dem 1. FC Saarbrücken. Wie erwähnt, die Saarbrücker haben jetzt ein DFB-Pokalspiel, haben tatsächlich anstrengende Wochen hinter sich, aber ja, man hat auch im letzten Spiel gemerkt, dass irgendwie diese anstrengenden Wochen hinter sich schon dabei waren. 0-0 gespielt gegen Preußen Münster, auf der einen Seite war man einfach zu ungenau in jeglicher Hinsicht und irgendwie habe ich auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass man vielleicht schon so fokussiert war auf den DFB-Pokal. Ja, was wird dann nach dem DFB-Pokal passieren? Jetzt gegen Freiburg 2, die im letzten Spiel 2-3 verloren haben gegen Rian Regensburg, aber sich wieder von einer guten Seite gezeigt haben, wieder von der Seite gezeigt haben, weswegen sie in der letzten Saison auch oben in der Tabelle gewesen sind. Das müssen sie jetzt aufrechthalten, damit sie auch den Klassenerhalt holen können. Frage, ob es eventuell sogar Punkte gibt gegen Saarbrücken. Ich denke, überraschenderweise ja. Es gibt aber nur einen. Am Ende endet es 1-1 unentschieden. Das nächste Spiel dann ist das Spiel zwischen der TSV 1860 München und Rot-Weiß Essen. Die Münchner im letzten Spiel 0-3 verloren gegen Borussia Dortmund 2. Man war zwar noch im ersten Durchgang gleich stark, aber im zweiten da eben nicht. Und da sind dann die Gegentore gefallen. Die große Frage ist natürlich die, wie wird es dann dieses Mal gegen Rot-Weiß Essen laufen? Denn die Essener, ja, im ersten Durchgang einfach zu ungenau. Und das hat sich nach hinten raus dann eben, nicht belohnt bzw. wurde bestraft dafür. Man hat 1-2 verloren gegen Sandhausen, das hätte man auch gut und gerne anders haben können. Insbesondere, wie gesagt, im ersten Durchgang, wenn da die Tore anders gefallen worden wären, hätte man sogar vielleicht sogar gewinnen können. Frage natürlich, wie wird es jetzt dieses Mal gegen das Team aus München laufen? Ich denke mal, das ist eine schwierige Partie und denke tatsächlich, dass es am Ende keinen Sieger gibt. Am Ende endet es 1-1 unentschieden. Das nächste Spiel dann ist das Spiel zwischen dem SSV Ulm und Borussia aus Dortmund 2. Die Ulmer im letzten Spiel 3-1 gewonnen gegen Viktoria Köln. Früh 2 Tore erzielt und diese 2 Tore Führung sozusagen bis zum Ende der Spielzeit oder besser gesagt bis zum Ende dieser Partie gebracht. 3-1 gewonnen. Frage natürlich, ob es eventuell jetzt den nächsten Erfolg gibt gegen Borussia Dortmund 2, die mit 3-0 gewonnen haben gegen 1860 München. Ja, zweiten Durchgang war man das bessere Team. Im zweiten Durchgang hat man verdient die Tore erzielt und am Abschluss auch verdient gewonnen. Vielleicht ein bisschen zu hoch, aber aus meiner Sicht trotzdem verdient. Frage natürlich stellt sich, ob es eventuell eine schwierige Partie oder besser gesagt eine machbare Partie wird gegen Ulm. Ich denke mal, es wird eine knappe Geschichte, die aber Ulm gewinnt mit 2-1.
Das nächste Spiel ist dann das Spiel zwischen dem SV Sandhausen und dem SV Waldhof Mannheim. Die Sandhäuser im letzten Spiel 2-1 gewonnen gegen Rot-Weiß Essen. Ja, minimalistisch hat man dieses Spiel gewonnen, wie vorhin ja schon erwähnt. Die Essener hätten sie, wären sie da genauer gewesen, im ersten Durchgang wäre das Spiel wahrscheinlich kein Sieg geworden für Sandhausen. So hat man an Abschluss wahrscheinlich vielleicht aus dem einen oder anderen Sicht glücklich gewonnen. Frage natürlich, ob man eventuell jetzt auch gewinnen kann gegen Waldhof Mannheim, die im letzten Spiel 1-1 unentschieden gespielt haben gegen Ingolstadt. Eigentlich, das Spiel war geprägt, insbesondere im zweiten Durchgang, durch viele Fouls, durch viele Nicklichkeiten, durch viel weiß ich nicht, aber hey, an Abschluss hätten sie fast das Ding noch über die Zeit gebracht, aber eben halt nur fast. Frage stellt sich, ob es eventuell jetzt einen Erfolg gibt gegen Sandhausen, und ich denke nein. Sandhausen gewinnt mit 3-1. Das nächste Spiel ist dann das Spiel zwischen dem FC Erzgebirge Aue und dem MSV Duisburg. Die Aue im letzten Spiel 2-2 unentschieden gespielt gegen Arminia Bielefeld. Im ersten Durchgang eiskalt die Tore erzielt, Effektivität gezeigt, aber nach hinten raus, ja, nach hinten raus hat das dann doch nicht so ganz gepasst, weswegen man dann doch nur einen Punkt geholt hat oder gerade noch einen Punkt geholt hat, na, auch angesichts für jeden unterschiedlich. Die Frage stellt sich natürlich, ob es eventuell jetzt gegen den MSV Duisburg 3 gibt. Denn die Duisburger, sie haben den Lucky Punch geschafft gegen Lübeck, 1-0 gewonnen. Wichtiger Erfolg gegen einen Mitabstiegsaspiranten. Aber natürlich jetzt die Frage, Aue steht jetzt nicht zwingend da unten. Gibt es dennoch Punkte? Und ich denke nein. Aue gewinnt mit 1-0. Das nächste Spiel ist dann das erste Sonntagsspiel. Das ist das Spiel zwischen dem SSV Jahn Regensburg und Viktoria Köln. Regensburg könnte die der Nun-Meisterschaft langsam feiern. Andersrum, ja, ob sie die wirklich feiern oder nicht, das ist eben die große Frage. Denn einer ihrer Spieler, die sie ja sogar noch im vergangenen Monat eingesetzt haben, nämlich Diawussi, der tatsächlich verstorben ist. Ein Mittelfeldspieler, der bei Regensburg in dieser Saison auch gespielt hat. Ja, und man hat auch einfach gemerkt, stimmungsmäßig, kopfmäßig bei den Spielern und alles drum und dran, zwischenzeitlich haben sie sehr getrauert, zwischenzeitlich haben sie für ihn gespielt und an Abschluss haben sie 3-2 gewonnen. Frage natürlich ist die, wie wird das jetzt gegen Köln laufen? Denn die Kölner im letzten Spiel 1-3 verloren gegen den SSV Ulm. Irgendwie wollte im zweiten Durchgang dieser Ausgleich nicht fallen. Und irgendwie hatte man das Pech dann, dass die Ulmer dann urplötzlich noch das dritte Tor erzielt haben, was damit dementsprechend dann der Knockout war. Frage natürlich, ob man eventuell jetzt im Spiel gegen Jahn Regensburg den Ausgleich erzielt oder sogar eine Führung erzielt. Und ich denke, nein, Regensburg gewinnt mit 2-0. Das nächste Spiel ist dann das Spiel zwischen der SG Dynamo Dresden und der Spielvereinigung Unterhaching. Dresden im letzten Spiel 0-1 verloren. Gegen Ferl. Da hat man fast den Lucky Punch noch hingekriegt, aber eben halt nur fast. Eigentlich war man aus meiner Sicht das gesamte Spiel das bessere Team, aber das Problem war das, dass der Gegner das Tor erzielt hat. Ärgerlich für Dresden, Frage natürlich, ob es eventuell jetzt Besserung gibt gegen Unterhaching, die im letzten Spiel, ja, nicht gespielt haben, wegen dem Schnee gegen Halle. Dementsprechend, ja, gucken wir mal, ob in diesem Spieltag auch einige Spiele ausfallen wegen dem Schnee. Ich hoffe nicht, aber na, man weiß nie. Frage natürlich, wie wird das jetzt diesmal gegen Dresden laufen? Ich denke mal, in diesem Spiel werden die Dresdner ihre Chancen nutzen und dann Abschluss auch das zu Toren umwandeln. Aber ein schwieriges Spiel wird es dennoch sein für Dresden. Aber Dresden gewinnt mit 2-1. Das nächste und letzte Spiel des Spieltages findet statt zwischen Preußen Münster und dem SC Verl. Wie immer mit Verl im letzten Spiel 1-0 gewonnen gegen Dynamo Dresden. Etwas überraschend das Tor gefallen, aus meiner Sicht. Ja, und dann Abschluss dieses 1-0 hat man mit diesem 1-0 hat man dann gewonnen. Frage natürlich, ob es eventuell auch reicht gegen Preußen Münster, die im letzten Spiel 0-0 gespielt haben gegen Saarbrücken. Ja, könnte man sagen, so 57. Minute in Unterzahl. Ja, da hätte man auch sagen können, theoretisch hätte dieses Spiel auch in die Richtung gerade kippen können, in Richtung für Preußen Münster zu dem Zeitpunkt, aber an Abschluss gab es dann eben diese Situation, die dann dazu führte, dass man in Unterzahl geraten ist. Frage natürlich, ob es eventuell jetzt eine Besserung gibt gegen Verl. Und ich denke, nein. Verl gewinnt mit 2-1 und das waren damit meine Tipps für Spieltag Nummer 18 in der dritten Liga. Eure Meinung, euer Feedback, eure Tipps in die Kommentare. Und wir sehen uns hoffentlich dann zum kommenden Tipp wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Bis dahin eine gute Zeit und ciao.